Fabian, was ist. Sorry. Soll ich trotzdem weitermachen? Einfach. Ahne. Fabian, was ist der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst? Ich erinnere mich zurzeit relativ schlecht an Träume. Oh, ich hatte aber lange einen Traum, den ich immer wieder geträumt habe und den kann ich jetzt mal preisgeben. Und zwar war ich in einer Stadt, wo niemand mehr gewohnt hat und ich bin durch die Gegend gerannt und wusste, dass ich irgendwas suche, aber ich wusste gar nicht genau was. Und bin dann über Mauern gesprungen und so weiter. Das war auch alles irgendwie sehr leicht, dunkel zwar und ein bisschen düster, aber irgendwie die Bewegung viel leicht. Und ich kam dann an eine Brücke. Und da fehlte das mittlere Stück. Also es gab auf einer Seite so ein Stück Brücke, wie man manchmal bei der Autobahn sieht, ne, wo jemand baut. Auf einer Seite so ein Stück Brücke, auf der anderen Seite so ein Stück Brücke. Und in der Mitte war nichts und unten war ein großer Fluss. Und ich habe dann relativ schnell geschnallt, dass ich da irgendwie runterspringen muss. Und unten schwimmt eine gelbe Luftmatratze, die man treffen muss. Und ich kam dann an die Reihe und ich sollte springen. Und dann stand neben mir ein kleiner schwarzer Junge, der sehr süß aussah. Und ich wusste, wir müssten zusammenspringen. Und wir sind schon losgesprungen und ich habe unterwegs gemerkt, ich kann dem nicht den Platz auf der Luftmatratze wegnehmen, das kriege ich nicht hin. Und bin dann an der Luftmatratze vorbeigesprungen, ins Wasser gefallen und habe gehofft, dass er die Luftmatratze trifft. Woraufhin ich unter Wasser sinke und dann bin ich plötzlich in einem Restaurant unter Wasser. Das ist unter Wasser, es war so ein Selbstbedienungsrestaurant. Ich bin so sehr, so wie in so einem Kaufhaus, wo man so die Gläser hochmacht und dann kann man sich was rausnehmen. Und ich sehe eine rote Grütze. Ja, ich mag rote Grütze sehr gern. Und ich hole mir diese rote Grütze und gehe mit dem Tablett an den Tisch und fange an zu essen und sie schmeckt nach Fisch. Und dann wache ich immer auf, weil ich mich vor diesem Geschmack erschrecke. Ja, beantwortet das Ihre Frage? Ungefähr, ja. Kann sein. Das war der ungewöhnlichste Ort, wo du aufgewacht. Ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Falls die erste lustig war, weiß ich gar nicht. Ich weiß immer bei dem Traum nicht, ob der lustig ist oder nicht. Aber das ist eigentlich wirklich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mit einem Freund, der hat so schräg gegenüber von der Straße von mir, wo ich gewohnt habe, als 16-, 17-Jähriger, hat der gewohnt. Und wir haben uns bei ihm getroffen und haben Rotwein gekocht, weil wir Glühwein trinken wollten. Es war so eine ähnliche Zeit wie jetzt. Also ein bisschen winterlich ist es ja gerade draußen. Das war es da auch. Wir haben das gemacht. Ich glaube so 2-3 Liter, keine Ahnung. Und dann haben wir vom Vater die Minibar ausgeleert. Und ich erinnere mich, wie ich geweckt wurde am nächsten Morgen mit den Worten: Junger Mann, Sie können hier nicht schlafen. Hier fahren auch Autos. Und ich habe es wirklich geschafft, auf diesem Stück, diese 50 Meter Luftlinie auf der Straße einzuschlafen, wohl auf dem Weg nach Hause. Und das war, glaube ich, der komischste Ort, wo ich je aufgewacht bin. In dem Zusammenhang war das wahrscheinlich der unbequemste Ort, an dem du übernachtet hast. Was war denn der bequemste Ort, an dem du jemals übernachten durftest? Boah, jetzt triffst du mich aber völlig unvorbereitet. Der bequemste Ort ist irgendwie immer zu Hause, finde ich. Da kennt man alles, da weiß man, wer da wo ist und so. Aber ich habe auch schon so toll geschlafen. Ich bin in Venezuela mal auf einer Hängematte geschlafen, mit einem Schwein im Arm. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wir waren in so einem Pfahlbautendorf die haben ja ihre Hängematten aus gutem Grund hängen, nämlich weil da überall Kakerlaken sind. Und dann liefen dann oben an den Balken, die Balken waren schwarz mit Kakerlaken. Und ich hatte zu der Zeit, da war ich auch noch ziemlich jung, hatte ich auch noch echt Angst vor Kakerlaken. Ich fand die echt wirklich ein bisschen eklig. Also, richtig nett finde ich es immer noch nicht, aber da war es echt so ein bisschen schlimmer. Und da lief ein kleines Ferkel rum. Und das habe ich dann irgendwie zum Schutz mit zu mir ins Bett genommen. Und ich bin dann, mit dem bin ich dann auch aufgewacht am nächsten Morgen in der Hängematte. Also das war eigentlich auch relativ bequem. Aber am bequemsten ist es zu Hause, glaube ich. Hier ist auch ganz nett. Ich könnte jetzt auch einschlafen. Achso, jetzt sind wir schon durch, oder? Mhm. Wir schon alle. Kannst du dich selbst noch was fragen? Ich könnte mich fragen, wo ich morgen aufwache. Ja, wo warst du morgen auf, Fabian? Weiß noch nicht. Schauen wir mal. Ja.